Hallo Freunde, es gab schon länger kein Video mehr auf diesem Kanal. Das ist mir bewusst und das hatte zwei Gründe. Für alle, die jetzt kein langes Palaver-Video von mir sehen wollen, das hier ist der erste Grund. Ich habe eine Musik-CD hergestellt. Und der zweite Grund war meine Schlafapnoe-Krankheit, mit der ich zu kämpfen hatte, am Anfang des Jahres vor allen Dingen, und wo es jetzt erfreuliche Neuigkeiten gibt. Und für alle, die sich jetzt für mehr Details interessieren und mir ein bisschen beim Palabern zuhören wollen, warum auch immer man das wollte, die können jetzt das Video weiterschauen. Ja, es kamen länger keine Videos mehr. Ich glaube, ich habe irgendwo beim März rum oder so aufgehört, Videos zu drehen dieses Jahr. Das hatte natürlich zwei Gründe. Den ersten Grund haben viele von euch mitbekommen, auch in Videos etc. Ich habe eine schwere Schlafapnoe und ich hatte mich entschlossen, die behandeln zu lassen bzw. mich darum zu kümmern, zum Arzt zu gehen etc. Das hieß für mich, dass ich mehrere, wirklich viele Monate von Arzt zu Arzt gerannt bin, um die richtigen Scheine zu kriegen, musste dann auf einen Termin im Schlaflabor auch nochmal, ich glaube, fast 4 Monate warten insgesamt. Könnte sogar länger gewesen sein, soweit ich mich erinnere. Und dieser Schlaflabortermin war irgendwo bei Juli rum. Während ich hier angefangen habe, wild drauf loszuplappern, fällt mir auf, dass ich gar nicht erklärt habe, was eine Schlafapnoe ist. Wer Lust hat, kann das gerne einfach schnell googeln. Ansonsten sei nur gesagt, das ist ein Atemaussetzer. Und je nachdem, wie stark das ist, kann das zu Schlaganfallrisiko und gefährlich sein. Oder nur eine kleine Nervigkeit, die einen vielleicht ein bisschen unruhiger schlafen lässt sein. Und dann hatte ich im Juli den Termin, wo man gemessen hat, ja, ich habe eine schwere Schlafapnoe, ich kriege von der Krankenkasse eine Maschine gestellt, die mich in der Nacht Atemimpulse gibt, die mir hilft sozusagen zu atmen. Und ich dachte dann nach dem Termin im Schlaflabor, ja, das geht ja jetzt relativ schnell, aber nein, das geht es nicht. Selbst dann hat es nochmal, ich glaube, 6 oder 8 Wochen gebraucht, bis das alles durch war mit dem Rezepte hin und her schicken und so weiter. Aber dann irgendwann durfte ich persönlich die Maschine abholen. Vielleicht mache ich nochmal ein extra Video darüber, wie es so ist mit Schlafapnoe draußen, weil natürlich längere Übernachtungen sind nicht mehr so richtig drin damit, weil ich mir gerade kein Reisegerät leisten kann. Es gibt so ein Reisegerät, dass man wenigstens eine Nacht damit draußen schlafen kann, aber das wird dann nicht von der Krankenkasse übernommen. Das heißt, da kommt vielleicht mal irgendwann ein extra Video, aber hier soll es ja nur darum gehen, warum dann länger kein Video kam. Und das ist der erste Hauptgrund. Das heißt, bis ja, Juli, August irgendwohin hat sich das hingezogen, bis ich diese Maschine endlich hatte, obwohl ich schon im letzten Jahr angefangen hatte, zu Ärzten zu gehen, um diese Maschine von der Krankenkasse zu bekommen. Weil die kostet auch mal eben 1000 Euro. Ist also jetzt auch nicht so, dass man die mal so eben selber bezahlt, ne? Aber der zweite, noch viel wichtige Grund ist das hier. Tada! Okay, ich bin vielleicht ein bisschen zu stolz manchmal. Meine Frau und ich und eine gute Freundin von uns, die eine Drehleier spielt, haben zusammen eine Band gegründet. Eine Folkband, eine manchmal auch ein bisschen Mittelalter- oder Fantasy-Musikband, halt sehr akustisch, sehr viel handgemacht. In den Heidewald allein, da hörte ich die Raben schreien. Und das hat extrem viel Zeit gefressen, dieses Album zu produzieren, die Lieder zu schreiben, die Lieder zu verfeinern, sich um das ganze Administrative drumherum zu kümmern, weil wir wollten die CD selbst produzieren, um von dem Geld am Ende auch am meisten überbehalten zu können, sozusagen für uns selber, weil weniger als 1 Euro bleibt teilweise bei Bands, wenn sie zu Labels gehen. Und dann haben wir gesagt, wir produzieren diese CD, dieses Album, und ja, haben uns dann ein Studio gesucht, das wir dann bezahlen mussten, haben eine Crowdfunding-Kampagne gemacht, wo die Leute die CD sozusagen vorbestellen konnten und dann uns vorher schon das Geld damit wir geben konnten, damit wir schon vorher liquide sozusagen waren, um alles zu bezahlen. Und das hat dann nochmal 20 Studiotage oder so insgesamt gedauert fast. Also nicht 20 Aufnahmetage, aber so 20 nochmal separate Arbeitstage, wo wir dann uns mit den Studiobetreibern, danke an dieser Stelle an Yannick und Dennis, absprechen mussten, Termine finden mussten, dann konnte man hier nicht und so weiter und so fort. Und das hat eine ganze Zeit gedauert. Und selbst wenn die Musik dann fertig ist, dann muss man das noch ins Presswerk geben, das muss man alles selber designen, weil man ja hat ja kein Label, man will es ja alles selber machen.
Dann muss man sich da reinfuchsen. Wie macht man das mit Bearbeitungsprogrammen und. Und natürlich das ganze Marketing. Einen Webshop kreieren. Leonea.de findet ihr unten in der Videobeschreibung, falls ihr euch mal ein paar Lieder anhören wollt, die CD vielleicht angucken wollt. Wir sind auch auf Spotify etc. Das heißt, da kann man das auch alles anhören. Und das alles. Und dann die Spotify-Einbindung, also die ganzen Einbindungen von den Internetauftritten. Da haben wir sehr oft gestreamt. Das kann man auf Facebook noch nachsehen. Verlinke ich euch auch unten unser Bandpage auf Facebook, wo es ganz viele Streams gibt, wo wir musiziert haben, weil ja Corona uns verboten hat, beziehungsweise der Staat uns verboten hat, live aufzutreten. Ich glaube, wir hatten 3 kleine Live-Auftritte dieses Jahr, wo wir Live-Musik machen konnten. Der Rest ist immer nur gestreamt gewesen übers Internet, ne? Und das hat alles so viel Zeit und Arbeit gefressen. Und ich habe teilweise 12 Stunden am Tag administrative Sachen gemacht, dann noch versucht, mein Instrument, Gitarre weiter zu lernen, damit ich nicht zurückfalle im Lernprozess und so weiter und so fort. Das hat es einfach verhindert, dass ich rausgehen konnte, um für euch Outdoor-Videos zu drehen. Und ich möchte an dieser Stelle einmal ganz ehrlich sagen, das tut mir wirklich leid. Das tut mir wirklich leid. Es haben mich auch immer mal wieder Leute gefragt, während ich sozusagen weg war, in Anführungszeichen. Weil, also ich war ja nicht weg. Man konnte ja auf Facebook alles nachgucken, was ich so mache die ganze Zeit. Aber halt nicht mehr Outdoor-Videos. Und ich kann verstehen, wenn das manche Leute nervt. Mich nervt das auch ein bisschen. Noch zusätzlich mit meiner Krankheit kann ich natürlich keine langen Wanderwege machen und so keine langen, ja, Tourvideos auch mehr machen, etc. etc. Aber ich habe mir vorgenommen, wir werden sehen, wie gut ich das durchhalte, wieder Videos zu machen. Das heißt nicht, dass jetzt jede Woche ein Video kommt, weil die CD muss nach wie vor promoted werden. Wenn ihr sie zum Beispiel bei leonea.de bestellt, dann versende ich die. Ich habe einen Tisch bei mir im Wohnzimmer, bei uns im Wohnzimmer, auf dem ich dann selber alles versende etc., was auch wieder durchgehend Zeit frisst. Das heißt, die Zeit, die ich übrig habe neben der Band, möchte ich dann jetzt dafür nutzen, um die CD, ja, um wieder Outdoor-Videos zu machen, ne? Also alle Zeit, die nicht mehr hier reinfrisst. Und es wird weniger Zeit jetzt dafür drauf gehen als das Jahr über. Die kann ich wieder für Outdoor-Videos benutzen. Und das ist alles, was ich euch im Endeffekt sagen möchte. Ihr werdet natürlich unten in der Beschreibung Links finden zum MP3-Kauf, zum physischen Kauf, aber auch zu Spotify etc. Schaut da sonst einfach mal rein. Die sind aber wirklich gut beschäftigt da mit dem Rumsägen und so, ne? Darüber würde ich mich zumindest freuen, wenn ihr euch wenigstens mal der Musik eine Chance gebt, ne? Ein bisschen euch das anhört. Man kann auf YouTube schon ein paar Lieder auch völlig umsonst hören. Einfach mal reingucken, ob euch das gefällt, ob ihr vielleicht auch ein paar Künstler unterstützen wollt, die durch Corona gebeutelt sind. Das muss man auch so ganz ehrlich sagen. Es gefällt mir nicht immer so. Ja, es fühlt sich manchmal ein bisschen betteln an, aber dadurch, dass ich sozusagen Berufsverbot habe als Musiker, das heißt nicht live auftreten darf, es ist kein richtiges Berufsverbot, ist mir schon klar. Aber dadurch bleibt einem manchmal nichts anderes übrig momentan. Ja, das waren die 2 Gründe. Krankheit und eine CD zu produzieren. Ich weiß, hat nicht viel mit Outdoor zu tun, aber ich bin mega stolz drauf und ihr werdet die Musik auch immer mal wieder in den Videos hören, weil ich darf sie ja claimfrei sozusagen benutzen. Ich hoffe, es geht euch gut. Und wir sehen uns dann bei weiteren Videos, hoffentlich so viele wie nur irgendwie gehen. Bis dahin. Tschüss, tschüss.